willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Luca. Heute, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, heißt es Abschied nehmen. Ich will gar nicht lang drum rumlabern, um was geht. Ihr wisst alle oder die meisten von euch wissen, dass ich jetzt Urlaub habe und dass ich auch mit meinen Eltern in Urlaub fliege. Wohin? Das werdet ihr dann alles noch sehen in den nächsten Videos. Allerdings gibt es da ein Problem und zwar wegen Neo, also meinem Hund. Der muss ja untergebracht werden die 2 Wochen, weil ja, also ich finde es Tierquälerei, so ein großes Tier ins Flugzeug mitzunehmen und gerade bei, da unten in Italien sind tropische Temperaturen, von dem her wäre das sowieso nichts für ihn. Und deswegen müssen wir ihn heute schon wegbringen, weil wir morgen fliegen und das heißt, ich muss Abschied nehmen, was für mich jetzt nicht wirklich leicht fällt. Da ist er auch schon. Geneo, komm mal her, komm mal her. Gesundheit, komm mal her. Na, sitz, sitz, sitz. Pfote, 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 komm, gib Pfote. Also ihr müsst auf jeden Fall auch wissen, er ist heute schon den ganzen Tag unruhig. Wir haben eigentlich gar nicht so groß jetzt irgendwie was gesagt oder so, aber er merkt einfach schon, Koffer werden gepackt. Übrigens seht ihr hier hinten, habe ich auch schon einige Sachen gepackt. Da hinten steht übrigens mein Koffer noch. Und da sind noch ein paar Sachen hier auf meinem Bett. Ich habe auch noch einige Sachen, die ich dann mitnehme, um entsprechend dann dort auch coole Videos und so weiter machen zu können. Ja, jetzt heißt es aber, ihn gleich wegbringen und so wenig wie möglich Tschüss sagen, weil das macht er sonst nicht mit und ich wahrscheinlich auch nicht. Ich finde es halt einfach krass so, weil er ist ja so, ja, er ist einfach immer da so und den dann jemand anderes zu geben, die Verantwortung denen zu überlassen. Ist natürlich schon der eine Schritt. Also ich habe auf jeden Fall aber auch Vertrauen in die Leute, bei denen er dann hingeht. Das sind 2 Leute. Von dem her, ja, habe ich jetzt nicht allzu große Bedenken. Aber trotzdem ist schon ein harter Schritt. Und jetzt heißt es gleich dahin fahren und ihn mehr oder weniger abgeben. So. Komm ins Auto. Ins Auto, hopp. Hopp, hopp, hopp. Jawohl. Du weißt, dass er nachher was kriegt. Sitz. Oh, Lulu am Ball. Ja, dann kann man auch noch mitgeben. Innerhalb ist besser. Alter, Neo, jetzt bist du versorgt eigentlich. Hoffentlich. So, Leute, jetzt sind wir auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob ihr Neo da hinten erkennt. Hallo there. Da hinten sieht man ihn. Schaut nur sein Kopf raus. Mhm. Ja, aber er wird auf jeden Fall dort sehr gut versorgt sein. Aber trotzdem wird's. Trotzdem wird es wahrscheinlich schon ein kurzer, harter Moment sein. So, Leute, jetzt sind wir angekommen. Nehme ich jetzt aber nicht mit rein. Wir lassen einfach diejenige, die den Hund dann nimmt, Gassi gehen und gehen dann praktisch, wenn er weg ist, weil sonst dreht er durch, wenn er uns weglaufen sieht. Deswegen sehen wir uns gleich, wenn wir ihn abgegeben haben. So, Leute, Hund ist abgegeben. Wir haben ihn zum Glück gut ablenken können. Ich weiß jetzt zwar nicht, was er jetzt macht, aber die erste Hürde ist überstanden. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, besser so, als dass man ihn im Flugzeug mitnimmt, weil das ist dann echt Tierquälerei. Und so ist er echt gut aufgehoben. Aber jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht, falls ihr ein Haustier habt. Gibt ihr das auch Leuten ab oder wie macht ihr das? Oder nehmt ihr die Hunde mit oder Katzen oder was auch immer? Kann man natürlich auch im Auto mitnehmen, wenn wir mit dem Auto gefahren werden. Aber ja, wie gesagt, gerade da, wo wir hingehen, ist es sehr, sehr heiß und es wäre sowieso nichts für meinen Hund. Auch wenn es hier in Deutschland gerade auch so ist, aber gut. Okay, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das macht. Würde mich auch mal interessieren. Eher mitnehmen oder eher bei guten Freunden, Bekannten oder sonst wem abgeben und dann halt eben nach dem Urlaub wieder aufnehmen. Ansonsten war es von dem Video. Ja, bin mal gespannt. Und dann die nächsten Wochen kommen dann auch die Videos aus dem Urlaub. Deswegen seid gespannt, abonniert den Kanal, ihr wisst Bescheid. Und bis dann. Ciao.